Recht herzlich willkommen zur 45. Folge von Europa Universalis 4 mit Frankreich. Ja, letztes Mal haben wir hier mit diesen Kollegen noch ein Bündnis eingegangen, das wir jetzt natürlich durch zu viele diplomatische Beziehungen als negativ empfinden werden. Aber naja, da kommen wir jetzt mal drüber weg. Vielleicht tut sich ja auf Dauer hier auch was und dann haben wir da kein Problem mehr mit, oder? Bündnis auflösen. Einflussaktion. Vasalisierung anbieten. Könnten wir machen. Wir könnten aber auch andere Dinge machen, die dann. Ja, Beziehungsverbesserungen machen wir schon. Rebellen unterstützen. Anspruch fingieren. Naja. Annektieren irgendwann. So, die Engländer sind hier wieder. Das ist schlecht. Hier haben wir noch so ein freies, unkolonisiertes Land. Ja. Wir können leider nicht senden, weil wir da noch nichts haben. Momentan ist es relativ mau. Wir wissen gar nicht, wie wir weiterkommen. Hier unten haben wir noch unser Fleckenland in Lissabon. Da müssen wir mal schauen, wie wir da weiterkommen. Ja, Portugal betrachtet das als Kernprovinz, ist klar, ne? Und ja. Sonst geht hier auch nichts. Also geht schon genug, ne? Aber Söldner können wir da anwerben. Ja. Was sollten wir tun? Das ist die Frage, ne? Wir können hier unsere Truppen mal angucken. Da haben wir einiges. Ist schon die Frage, ob wir das überhaupt alles brauchen. Aber können wir immer noch keine Kanone bauen? Doch. Den Mörser können wir schon bauen. Warum haben wir keinen Mörser? Gute Frage, oder? Hatten wir welche und haben die abgegeben? Ah, hier unten oben wird noch was gemacht. Ein Schiff gebaut, oder? Ne, da wird ein Bronzemörser gebaut. Okay. 112 Tage wäre ich hier schneller gegangen, ne? 110 sogar nur. Geht es noch irgendwo schneller? 110 ist niedrig. 110 ist am niedrigsten. Und der Preis ist überall gleich, glaube ich, oder? Ja. Könnte man da auch noch einbauen. Und dann ist die Kohle auch schon wieder weg. Gut. Wir müssen gucken, dass wir hier noch ein bisschen was machen. Ja, wie sieht es insgesamt aus? Da haben wir schon plus 2. Wo wir da auch im Hintertreffen liegen irgendwie. Aha, nationalen Schwerpunkt können wir nur alle 20 Jahre ändern. Haben wir wohl gemacht. Ja, das war jetzt auch gar nicht unser Land so richtig, oder doch? Das ja, ne? Spionageabwehr, Verhandeln erhöht. Zusätzliche Steuereinnahmen. Unsere Feinde sind England, Österreich und Kastilien. Das sind auch unsere Wahlen. Tja, die Meinung ist da so überall. Eigentlich ganz positiv hier, Aachen und so. Gucken wir weiter, die Wirtschaft 5,42%. Inflation ist unten, das ist gut so. Erträge. Wie schaut es hier aus? Ja, der Handel, ne? Handelskarte. Unser Haupthandelshafen ist das. Und hier unten haben wir
auch noch was. Der überträgt den Handel nach der Champagner. Ja, leiten wir um. Gut. Das war der Handel. Hier haben wir gleich nationale Ideen wieder was freizuschalten. 399 und 371 haben wir. Das sind also nicht ganz wenig mehr, die wir brauchen. Hier, Rohschiff, Kleinschiff. Da wird dran gearbeitet, oder wie sehe ich das? Ja. Ist schon wieder mehr geworden? Ja. Das wären dann noch 20, also 2,5 mal unsere Punkte brauchen wir dafür. Ja. Benötigen die Stufe 7, haben wir Stufe 4 erreicht. Ja, das ist doof, ne? Tempel. Ja. Nicht so dolle. Hatten wir ja schon. Ja. England muss aus Frankreich vertrieben werden. Diese Mission wird immer schwieriger, ne? Ja. Ein bedeutender Mann in unseren Diensten ist gestorben. Wir beklagen seinen Tod. Wer war das denn? Ja, keine Ahnung. Die portugiesischen Nationalisten machen uns so ein bisschen Stress hier. Maßnahmen. Prestige verlieren können wir uns nicht leisten. Okay, um 30% können wir das fangen. Müssen wir 50 Millionen ausgeben. Ja. Ist die Frage, ob wir das tun wollen, ne? Und was passiert hier gerade? Rebellenaufstand, okay. Ja, Maßnahmen müssen wir da ergreifen. Tja, eigentlich schon, ne? Müssen wir halt immer wieder machen. Kirche ist auch nicht so wichtig. Militär, 29 von 31 Einheiten haben wir. Schiffe haben wir nur die Hälfte. Ja. So, unsere Truppen sind da oben fertig, sehe ich gerade. Oder? Ziehen wir die mal dahin. Und das ist aber jetzt ein Schiff. Und unsere anderen Schiffe sind, glaube ich, hier unten, ne? Oh, das war falsch geklickt. So, jetzt fährt er da rum. Und wird hier die Kanone gebaut, oder? Ne, eine Burg bauen wir da, okay. Aber wir bauten... Oh, komm, hier kann man auch noch was bauen. Marktplatz? Ja, wurde bereits gebaut. Das heißt, wir können da jetzt nichts bauen, oder wie sehe ich das? Zu teuer. 80 wären hier die Baracken als nächstes. Ja, dann nicht. Wie ist es denn hier mit unserer... Kanone, wo ist die denn geblieben?
Hatten wir die da nicht in Auftrag gegeben? Ja, komisch. War es doch nicht. Ach so. Ah, ich habe mich da wohl vertan eben mit dem Schiff, ne? Ja, machen wir da noch eine. Hier unten sind 12 Einheiten, ne, 10 Einheiten, okay. Ah, da wird die Kernprovinz gemacht, sehe ich gerade. Also alles gut erstmal. Erstmal, ne? Da sind unsere Schiffe. Ja, das ist schon gebaut alles. Interessant. Ja, sollten wir vielleicht mal hier gucken, so. Schiffe, ne. Das läuft. Mission ist klar. Was haben wir hier? Rebellion. Kultur ändern. Wow. Gascon, Aquitanisch. Limousine. Wo war das denn noch? Da Aquitanisch rausmachen. Diplomatische Macht. Ah, warte, wir haben irgendwie die Möglichkeit, hier was zu machen. Nee, da. Okay. Machen wir. So. Die Auswahl außerhalb eines Landes ist möglich, die härtere Entscheidung, die ein Herrscher jemals treffen muss. Nationale Ideen sind die Konzepte, mit denen unser Land in den kommenden Jahren geformt wird. Bonuseffekt ermöglicht eine weitere Gruppe von Ideen. Produktionseffizienz erhöht um 10%. Okay. So. 10% Effektivität erhöht. Ja, sehe ich jetzt nicht so wirklich. Wir haben eine neue Stufe erreicht, auf jeden Fall. Das nächste ist dann die Werkstatt. Lokale Produktionseffizienz plus 50. Na gut. Dann müssen wir da weitermachen, ne? Wir brauchen Stufe 7, oder wie war das, damit wir weiterkommen. Wo waren wir aber stehen geblieben hier? Ne, da gar nicht. Da waren wir, glaube ich, stehen geblieben, ne, oder? Läuft. 74% fertig. Ah, wir wollten noch. Hier. Nee, wo war das jetzt mit der... Nee. Das waren die Rebellen, das war auch nicht. Ja. Hier waren wir. Oder? Hier müssen wir was machen. Entwicklung. Muss man sich auch leisten können, ne? Mhm. Tja. Mannstärke erhöhen wir hier, das wäre jetzt nicht so entscheidend. Wäre hier mehr entscheidend, ne? Diplomatische Macht haben wir natürlich nicht viel, ne? Produktionseinnahmen stärken, man produziert Handelsgüter. Müsste man eigentlich machen. Das ist das erste. Da gehen die Grundsteuern dann hoch. Okay. 4, 6, 6, 15. Wow. Und 3 ist das niedrigste. Plus
plus 0,14 wäre das Geld. Lokale Spionageabwehr steigt dann auch. Ich glaube, das machen wir mal. Dann haben wir nicht genug Macht. Aber 4 ist jetzt das niedrigste. Müssen wir gucken, dass wir dann beim nächsten Mal 5 irgendwie noch hinkriegen. Damit es besser wird, ne? Oh. Provence, euer treuer Verbündeter fordert uns auf, sie zu unterstützen. Ja, das gegen Österreich und England. Das ist natürlich schlecht auf der einen Seite. Castille und ach Gott, Herr Jemine. Wenn wir ablehnen, erhalten wir 25 Prestige. Ja, ich kann es mir nicht leisten, momentan gegen die zu kämpfen. Deswegen muss ich es ja doch schon ablehnen eigentlich, ne? Kann ich nicht ändern. Das würde uns jetzt wirklich hinabziehen. Sorry, ging nicht anders. Können wir alles vereinen? Höher Pensionen wollen die. Minus 10. Oh, Stabilität, können wir die verlieren? Oh, die können wir sogar verlieren. Aber das, ja. Tja. Nationaler Steuermodifikator. Nein, machen wir so. Nee, das passt schon alles so. So, dahin marschieren. Zeit läuft wieder, ja. Die Franzosen, die Österreicher sperren hier unseren Hafen. Obwohl wir doch nichts mit denen zu tun hatten, oder? Das ist unsere Flotte zurzeit. Ja. Können wir irgendwo was ausrichten? Ich glaube nicht. Portugal, Marokko. Ottoman. Wie stehen wir eigentlich zu den Schotten zurzeit? Wir haben garantieren die Unabhängigkeit. Österreicher rennen hier bei uns drüber, interessiert die gar nicht. Und die kämpfen gerade gegen die Provence. Ja. Die haben uns auch nicht geholfen, die Provence gegen England. Deswegen können wir denen jetzt auch nicht helfen. Und da hätten wir auch irgendwie gerade keine guten Karten, meine ich. Die rüsten natürlich ordentlich auf. Hier können wir jetzt eine Streitmacht draus machen. Zwei Kanonen. Jetzt haben wir 30 Leute an den Waffen. Marschieren wir mal darüber. Ja, wir können auch dahin marschieren. In die Bourgogne. Ja. Gut. Viel passiert ist diese Runde nicht. Wir sind nicht wir haben nicht am Krieg teilgenommen. Ja, wir haben ein bisschen was modifiziert, aber auch nicht wirklich viel. Was haben wir hier? Können wir da was machen mit den 400? Müssen wir mal gerade gucken. Da nicht, sondern da. Nee, noch nicht. Dauert noch. 592, okay.
Ja, dann warten wir mal ab, was so passiert, was hier jetzt mit der Promos auch passiert. Wäre auch interessant zu wissen. Diese Ländereien gehen gerade flöten an Österreich wohl. Oder ist das Würzburg? Ich weiß nicht. Besetzt durch Österreich, okay. Müssen wir mal schauen, ne? Also, für die Folge soll es dann reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.